So, meine Lieben, Ahoi zum Kuckucks-Hüttkast, wir sind wieder da. Eine neue Aufnahme, eine neue Folge von The Long Dark. Wie Sie sehen, sehen Sie noch nicht viel. Ich habe jetzt im Speicher, muss man hier immer schlafen. Offensichtlich ist noch ein bisschen dunkel. Also, Moment, essen wir erstmal schnell ein bisschen was. Oder haben wir noch was zu trinken hier? Dann nehmen wir erstmal hier so eine Brause. Denn die stillt Durst und Hunger gleichermaßen. Und dann würde ich sagen, schlafen wir noch mal eine Stunde, damit es ein bisschen heller wird. Und dann gucken wir mal, ob wir Astrid nur noch finden können irgendwie. Denn im Moment hilft uns die graue Oma nicht wirklich weiter. Es ist auch immer noch nicht wirklich heller geworden. Obwohl hier schon eindeutig die Sonne oben zu sehen ist. Dann nehmen wir mal noch eine Orangenlimo, aber wir müssen jetzt langsam los. Ich guck mal, was haben wir denn im Tagebuch? Sprich mit ihr, nachdem sie sich ein wenig ausgeruht hat. Es ist jetzt eine Nacht vergangen. Und dann haben wir hier noch eine Nebenstory. Das Geheimversteck mit den Anweisungen auf den Notiz. Und die Notiz sagte irgendwie ein umgekippter Baum hinter der Kirche, ne? Gut, wir schauen mal, ob die. Wo geht das hier runter? Hier lang? Ja? Nein? Doch. So, wie sieht's denn aus, Oma? Hast du dich jetzt ein bisschen ausgeruht? Können wir jetzt mit dir mal reden? Ah, da bist du wieder. Yes. Ich suche I'm immer still noch looking mal. for my friend. Ach so, ja, Entschuldigung. Anything you can remember might help. They said there were bad men. Who came from the tunnel? Your friend, the woman? She must have passed through there. Tunnel? The only way through the mountains. The only way she could have gone. Grandmother wants to know what happened in the night. I heard the angry voices, the angry wind, but the rest is a mystery. Go to the tunnel and tell me what you find. Okay. Wir können jetzt nach Wölfen. Ja. Es gibt da draußen viele Wölfe. Komm, gib mir deine Püfte. Achso, ich muss hier weiter drücken. Sobald die Leute weg sind, sind sie schon zur Stelle. Hast du eine Idee, wie ich mich verteidigen könnte? Mein Gewehr bleibt schön bei mir. Na toll. Ich schließe auch die Tür ab. Mann, es gibt da aber vielleicht noch andere Methoden. Früher verjagten wir sie mit Feuer. Eine Fackel wäre die Lösung. Na super. Wir bastelten sie immer aus Holzstöckchen und einem in Petroleum getränkten Lappen. Das kann ich schon. Das werde ich mir merken. Danke. Hast du noch einen besseren Tipp? Na toll. Ah, fuck. Schneestürme. Du hast einen Sturm erwähnt. Ab und an rauschen hier Schneestürme von den Bergen durch. Dann sitzen die Leute in ihren Häusern fest. Oder schlimmer. Schlimmer? Sie wandern ziellos im Kreis umher und sterben dann doch kurz vor ihrem Haus. Manchmal sogar direkt davor. Und sie sagen, die graue Mutter wäre blind. Ha. Abgeschlossen. Nimm dir etwas Suppe, bevor du gehst. Okay. Danke. Suppe? Ausgemachte Suppe. Und heiß ist er auch noch. Na, die essen wir doch gleich mal. Danke, liebe Mutter, Oma, na wie auch immer. Aber in den Kühlschrank darf ich immer noch nicht, oder? Nein. So. Wie viele Fackeln habe ich denn gerade? Ich habe eine 100, eine 41, eine 17. Kann ich noch eine Fackel herstellen? Dazu fehlen mir noch drei Stöcker. Was sagten die Karten? Ups, die Karte. Milton, das ist der Tunnel. Der ist noch hinter der Tankstelle. Ich soll da hingehen und dann zurückkommen zu ihr. Und hier haben wir irgendwo noch das Vorratsversteck.
Kurzwellenturm. Da können wir auch mal noch hoch. Ja, ich denke, wir versuchen es. Ach ja, hier bin ich abgestürzt. Okay. Schön. So. Ja, dahin Vorräte suchen oder dahin. Hier war. Ich glaube, ich gehe lieber zum Tunnel. Hier rennen mindestens zwei Wölfe rum. Und solange ich kein Gewehr habe, ist mir das echt. Oh Mann, ey. Kann ich nicht mal hier erstmal eine von den Kackfackeln hier verbrauchen? Guck mal hier, die hier mit 17. Kannst du die mal tragen? Dankeschön. So. Hinter der Tankstelle geht zum Tunnel. Es schneit. Schön. Sind wir überladen? Nicht wirklich. So, zur Tankstelle ging es in diese Richtung. Und da vorne ist schon wieder so ein Kackwolf. So richtig dolle brennt die nicht mehr, aber gut. Wir schauen mal, ob wir ihn vertrieben kriegen mit der Fackel. Was war denn werfen? Rechte Maustaste? Ja. So, dann nimm das Ding mal wieder. Bisschen brennt sie ja noch. So, der ist nach rechts rüber hier irgendwo. Da hinten ist er. Jetzt ist er genau hinter dieser Hütte hier. Vielleicht kommen wir auch ohne Konfrontation an ihm vorbei. Jawohl. Da haben wir Schwein gehabt. Gut. So, dann gehen wir hier mal weiter. Ich hoffe, der kommt jetzt auch nicht hinterher. So. Da vorne ist die Tankstelle dann gleich wieder. Unsere Fackel geht aus. Nee, hier. Dann nehmen wir die mal in die Hand. Ach so, und dann muss ich mal noch drei Stöcke einsammeln hier, wenn ich mal welche rumliegen sehe. Damit ich mir eine neue Fackel basteln kann. So, wir müssen ja eigentlich nur auf der Straße hier bleiben. Da werden wir natürlich kaum Stöcker finden. Was ist das? Ein Reh. Was ist das hier? Ach so, eine Schranke. Oh, Entschuldigung. Da gibt es eine Brücke rüber. Kann man kurz mal auf die Karte gucken? Tankstelle. Die Straße geht ja hier lang weiter. Dann gehen wir erstmal hier lang weiter. Da hinten ist der Tunnel, ich sehe ihn schon. Gut. So, hier wurde offensichtlich Holz gefällt. Komm, hier muss ja irgendwo noch ein paar Äste geben, dass wir noch eine Fackel bauen können. Sind doch welche. Eins, zwei, drei. So, dann schauen wir uns mal hier den Tunneleinsturz an. Irgendwas hat die dir auch mit bösen Menschen erzählt. Ja, wir gucken uns das mal an. Okay. Liegt aber das. Oh oh. Das sind die bösen Menschen, ein Gefängnistransporter. Ach du Scheiße. Ja, der hat natürlich nicht wirklich was dabei, ne?
Gefängnistransporterprotokoll. Folgende Gefangene werden mit unverzüglicher Wirkung zum Bundesgefängnis Schwarzfels gebracht. White, Irvine, Kane, Kelly, Harris, Mattis, Gibbers. Und dafür Name NG. Leclerc, Kowalski, Baker, des Cubes. 12 gesunde Gefangene. Zeitungspapier lassen wir mal hier. Was liegt hier noch rum? Schmerzmittel nehmen wir erstmal mit. Oh. Oh oh. Warum habe ich denn so weiße Hände? Hatte die Farbe nicht der Stoff, der da kurz hinter der Absturzstelle an dem einem Ast hängen geblieben ist? Okay. Tagebuch aktualisiert. Untersuche den Tunnel, der aus mitten herausführt. Die graue Mutter möchte wissen, was dort passiert ist. Und mir ist kalt oder was? Ne, geht eigentlich noch. Kann man hier reingucken, reingehen? Ne. Okay, also hier ist ein Gefängnisbus verunglückt. Können wir nochmal auf der Karte gucken? Jetzt sind wir also hier. Was sagt die Uhr? Es ist noch schön am Vormittag. Wir können eigentlich, ob wir auf dem Rückweg mal nochmal hier zu dem Funkturm gucken. Der muss ja hier oben irgendwo sein. Hier rechts hoch. Ich denke mal, ein Versuch ist es wert, oder? Wo ist denn der Funk? Sehe ich den schon? Nein. Doch, da oben. Die Frage ist, geht's da irgendwo hoch? Eher auf der anderen Seite der Berge, oder? Neuer Ort entdeckt, Waldgebiet. Wenn wird dann sowas hier. Ah, das wird dann hier auch immer gleich mit eingeschrieben. Cool. Zurück. Aber ich würde mal sagen, das war mal ein Waldgebiet. Ich hab Feuer. Ich hab Feuer, mein Freund. Hau ab, du Arsch. Hau ja ab. Oh, Alter. Da hinten rennt noch so ein Drecksvieh rum. Wo sind die jetzt hingerannt hier? Da kommt doch das Scheißvieh schon wieder. Sag mal. Hä? Ich hoffe, das ist der und da kommt jetzt nicht mal einer von hinten. Hau ab, du Scheißvieh! Alter! Ja, du rennst natürlich auch genau da, wo ich hin will. Lang. Komm, wir versuchen uns mal aus dem Weg zu gehen. Ich gehe jetzt mal hier lang und du bleibst da drüben, okay? Hä? Wo? Wo? Alter! Was soll denn die Scheiße? Die sind ja überall, diese Drecksviecher! Oh! Ich brauche dringend das Gewehr, Mädchen. Oma, gib mir ja das Gewehr. Damit ich diese Mistviecher hier endlich abknallen kann. Jetzt auf die Uhr, es ist gleich Mittag. Alter. Da oben ist der blöde Turm. Komme ich von hier aus vielleicht doch nicht so einfach hoch? Oh. Da hinten.
Fliegen Vögel, das ist irgendein Kadaver wahrscheinlich. So, Moment. Wir gehen mal kurz ins Fahrzeug hier. Und dann bauen wir uns erstmal nochmal eine neue Fackel. Geht's dann schneller oder was? Aber bloß zum Fackel bauen brauchen wir jetzt nicht das Werkzeug verschwenden. So, zurück. Damit haben wir eine neue Fackel. Mach mal bitte schnell hier das Feuer wieder an. Alter, sag mal. Ja, hau ab. Das macht hier keinen Sinn. Ich renne da zu irgendeinem Kadaver da und dann kommen die Drecksviecher und fressen mich auf währenddessen oder was? So, wir gehen jetzt mal zurück zur alten Oma da. Das sind die. Oh nein. Das Ding geht gleich aus. Mach an das Ding. So, und jetzt du hier. Hau ab hier, du Drecksviech. Ja, und immer schön dahin, wo ich. Oh, Leute. Wo, wer kommt jetzt? Der da. So, der ist jetzt immer weg. Die rennen doch immer sonst wohin. Komm hier, schnell in die Hütte rennen. Oh. Ey, das ist ja furchtbar. Das ist ja eine Plage. Did you find it? It was there, like you said. And your friend? No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. Oh. If the tunnel is blocked, that's the end for Grandmother. So the tunnel is the only way through the mountains? No, not the only way through. But my only way through. Grandmother is tired now. Let her rest for a while. Und wieder die Frage, wo hast du gerade die Fackel ausgedrückt? So, was ist jetzt los hier? Tagebuch. Die Gauerin scheint in Gedanken versunken zu sein. Kehre zu ihr zurück, nachdem sie sich eine Weile ausgeruht hat. Ja, ich will aber nicht schon wieder raus zu dieser Wolfsplage da. Und das Problem ist, halt, da hinten war der Kühlschrank. Deinen Kühlschrank gibst du mir immer noch nicht, oder? Sag ich doch. Halt, hier mal gucken. Wir haben eine 100% und eine 78% Fackel. Das heißt, ich sollte mir nochmal drei Stöcker suchen. Es ist jetzt gerade erst Mittag. Oh, Moment. Wir müssen erstmal schnell ein bisschen was essen oder trinken. Hier haben wir noch eine Limo, die nehmen wir erstmal. Ob wir jetzt nochmal Richtung Kirche gucken? Gucken erstmal kurz, wie jetzt hier die Wolf-Population aussieht. Zur Kirche ging es da hinten. Es wird hier windig oder was? Dann geht gleich die Fackel aus. Und dann kann ich das nicht wagen, darüber zu laufen. Das missfällt mir. Sind hier unten irgendwo noch so eine Drecksviecher? Da ist im Moment Ruhe.
Da rennt einer. Aber es scheint jetzt schlechteres Wetter zu werden. Aber vom Rumstehen wird es auch nicht besser. Ich beende jetzt die Folge und überlege mir in der Folgenpause kurz, laufe ich jetzt noch los oder hebe ich mir das für morgen auf. Also bis dahin erstmal Ahoi und ciao, ciao.